Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Coolaway. Ich wünsche dir frohe Weihnachten an diesem schönen Tag, an diesem schönen freudigen Tag voller Geschenken und Überraschungen und Familie und Liebe. Ja, und da dachte ich mir mit der lieben Dana, wie wäre es denn, wenn wir ein Tauschpaket machen? Und gesagt, getan, haben wir ein Paket fertiggestellt mit dem Inhalt von Weihnachten, also weihnachtliche Geschenke oder Ideen, die wir einfach verpackt haben und dann zu den jeweiligen anderen geschickt haben. Schaut auf jeden Fall mal hier oben vorbei, da ist das Video von der lieben Dana verlinkt. Ihr könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar, wenn ihr von meinem Kanal zu ihr gekommen seid. Oder aber, ja, abonniert sie einfach, damit sie weiter Videos produzieren kann und ihre Leidenschaft teilen kann. Ich finde, sie ist eine nette, hübsche junge Dame und ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Und jetzt nicht lange drum herum reden, gehen wir zu dem Paket über und wir schauen mal, was drin ist. Oh, 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 ich habe schon was gesehen, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Also, wie süß, das ist so süß. Danke, Jana. Oh mein Gott, ich werde mich tausendmal bedanken. Also schon mal vorab, das Video besteht einfach nur daraus, dass ich Danke sagen werde. Oh mein Gott, ist das süß. Wieso hast du dir so viel lieb? Oh Mann, du hast dir so viel mehr Mühe gegeben als ich. Do what you love, what you do. Oh, Dana, danke schön. Oh mein Gott. Kommt mir auch schon das erste Teil entgegen. Für die kalten Wintertage, damit die Füße warm bleiben. Die sind ja mega süß. Die sind mega süß. Ist das eine Eule? Guck mal, oder ein Pinguin. Die sind so süß. Oh mein Gott, die sind so weich und so schön. Dankeschön dafür. Die werde ich auf jeden Fall tragen, weil ich habe immer kalte Füße. Und ja, oh, ich freue mich. Dankeschön dafür. Gehen wir weiter mit einem Labello. Und zwar steht hier drauf, einer meiner Favoriten und pflegt die Lippen super. Das finde ich gut, weil meine Lippenpflege ist gerade leer geworden. Und ja, Labello ist immer toll und der ist in einem Glitzer. Mega, mega schön. Den werde ich auf jeden Fall benutzen. Oh mein Gott, ich sage nur noch danke, die Sachen sind so toll. Ich strahle über beide Backen, weil ich mich so darüber freue. Ich liebe Geschenke und ich liebe Weihnachten und oh, wie schön. Aber ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich keine Schilder gemacht habe und mein Paket nicht so toll aussah. Tut mir leid, aber deins ist dafür umso schöner und umso toller. Und oh, danke schön. So, dann haben wir hier ein Winterbad von Dresdner Essence. Und hier steht drauf, für die Entspannung in der Badewanne. Mit Beerenduft und Mandelöl. Dankeschön. Ich muss ja zugeben, dass ich nicht oft baden gehe, aber ich habe jetzt Urlaub und das bietet sich natürlich an, da auch mal in die Badewanne zu steigen. Und ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Nur für kurze Zeit. Limited Edition, also nur wahrscheinlich an Weihnachten oder für Weihnachten, für die kalten Tage. Dankeschön. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann haben wir hier das nächste. Fand ich so cool, weil es zurzeit so bekannt ist. Und es ist von PS. Cleansing Rice of Mask Rose. Und das finde ich mega geil, weil ich liebe Rosen. Ja, es ist eine Maske mit Rosen und ich wusste gar nicht, dass das bekannt ist derzeit. Also, aber werde ich auf jeden Fall benutzen, weil ich liebe ja Masken. Jeden Sonntag mache ich mir ja Masken drauf und ah, geil. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, denn ich liebe es einfach Masken zu machen und ah, du hast auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen, weil Rosen ist mein Favorite. Dann haben wir etwas für die Seele und entspannte Tage von Bio DM oder DM Bio. Milde Früchte Tee, Apfel, Hibiskus und Hagebutten. Sehr geil, weil ich bin der absolute Teetrinker und ich liebe ja so milde Früchte, also ich liebe ja milde Früchte, nein. Ich liebe die klassischen Tees und Hagebutten, Apfel und Hibiskus ist natürlich dann sehr praktisch und werde ich auf jeden Fall gebrauchen und auch trinken. Dankeschön dafür, sehr, sehr cool. Dann, das ist ja lustig, das habe ich ja auch reingepackt, damit die Haut unter der Kälte nicht leidet.
Und zwar die Winterzaubermaske. Intensive Pflege von Shabins. Die habe ich dir auch reingemacht und hast du wahrscheinlich schon gesehen. Also die, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Die habe ich nämlich noch nicht ausprobiert und die werde ich auf jeden Fall testen. Etwas für den Magen und süße Tage. Und zwar auch von BioDM. Die Winterschokolade mit Spekulatius. Oh mein Gott, ich habe die ja noch nie probiert, aber ich gehe da immer dran vorbei und will sie mir unbedingt mal holen. Und jetzt hast du sie mir geholt, Dankeschön. Also die werde ich auf jeden Fall auch essen und ich liebe Schokolade. Also du hast voll meinen Geschmack getroffen. Schokolade ist einfach mein Leben und Dankeschön. Danke, danke, danke. Und Spekulatius natürlich mega passend zur Weihnachtszeit und esse ich auch sehr, sehr gerne. Für einen weihnachtlichen Duft und die Verpackung war zu süß. Da hast du so recht. Wie cool. Und mit einem Lama drauf. Oh mein Gott. Ich bin auch so ein Verpackungsopfer. Also wenn irgendwas toll aussieht, dann muss ich es auf jeden Fall auch kaufen. Und Body Lotion ist immer gut im Winter. Und ja, No Drama Lama. No Drama Lama ist jetzt absolut mein Statement für diesen Tag. Für entspannte, dramafreie Stunden. Eine Body Lotion und die rieche ich jetzt sofort. Oh mein Gott, die riecht total gut. Dankeschön, freue mich sehr. Die benutze ich auf jeden Fall und die macht sich auch gut in meinem Regal. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da stehen schon einige Bodylotion, die auch eine süße Verpackung haben und die passt da auf jeden Fall sehr gut hin. Dann haben wir hier, damit es nach Weihnachten riecht, natürlich auch für die Stimmung. Und das hier ist sehr, sehr süß. Rosette Pier. Ah, oh, eine Kerze. Also alle, die mich auf Instagram abonniert haben, die wissen, dass ich im Moment total auf Kerzen stehe. Und das ist mega praktisch. Und die ist mega süß mit so einem Pinguin drauf. Mega süß. Und die riecht so gut. Oh, danke schön, Dana. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Und freue mich jetzt schon drauf, die anzumachen. Dankeschön. Damit die Ohren beim Schminken nicht frieren. Ah! Wie toll! Ich bin ja die ganze Zeit, ich habe ja so ein Band, das ich manchmal trage beim Schminken und das hier ist mega praktisch. Wo hast du das bitte her? Ich habe sowas überall gesucht und oh mein Gott, jetzt sehe ich endlich auch mal gut aus mit einem Band im Haar beim Schminken und Dankeschön. Das freut mich sehr, weil ich sowas unbedingt haben wollte. Etwas Süßes für die Ohren, also beziehungsweise um die Haare wegzumachen. Oh mein Gott, und als hätte ich es gewusst, habe ich mich natürlich dafür geschminkt. Dankeschön, Dana. Das war mega, mega süß, dieses Paket. Und ich freue mich so sehr, dass wir das gemacht haben und freue mich darauf, dass wir sowas nochmal machen werden. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von uns beiden sehen wollt, dann abonniert uns doch gerne und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Dann machen wir sowas vielleicht mal öfter oder auch mal in einer anderen Variation und Konstellation und ja. Ja, das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso gefallen wie mir. Ich kriege dieses Dauergrinsen einfach nicht mehr aus meinem Gesicht raus, weil ich mich so über die Sachen freue. Dankeschön, Dana, an dieser Stelle. Du hast meinen Geschmack zu 100.000% getroffen. Und ja, ich werde die Sachen auf jeden Fall testen, benutzen und freue mich jetzt schon darauf, so einige Sachen auszuprobieren und auszutesten. Ich hoffe, dir haben meine Sachen auch gefallen und wenn du jetzt noch ein weiteres Video oder die Sachen, die ich ihr geschenkt habe, sehen möchte, dann geh doch einfach auf ihren Kanal. Der ist in der Infobox verlinkt, in der Beschreibung sozusagen. Und auch ihr Instagram-Account, ihr YouTube und so weiter. Also alles schön verlinkt. Hier nochmal der Name von ihr eingeblendet. Und ja, Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Ich finde die Sachen wirklich toll. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, ein frohes Fest, schöne Holiday-Tage. Für alle, die keinen Weihnachten feiern oder eine andere Religion haben und etwas anderes feiern, ich wünsche euch auch schöne Feiertage. Genießt die Zeit, die freie Zeit, das schöne Wochenende. Ihr könnt jetzt gerne hier vorbeischauen, da ist nämlich mein Kanal, den könnt ihr abonnieren. Und hier ist ein random Video, was dir vielleicht gefallen könnte. Und hier ist deine Playlist von allen Schminklooks, die ich je geschminkt habe. Und ja, bis dahin, eure Nicola.